Und willkommen zu einer neuen Folge Darksiders. Wir müssen noch einen kleinen Punkt vergeben. Und zwar werde ich entweder Todesbote oder Nekromant. Komm, wir machen hier den Todesboten, weil der uns auch ein bisschen heilt. Haben wir das jetzt gekriegt? Ja. In der letzten Folge. Oh, wir können das sogar zuweisen. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass der Vater Geheimnis uns offenbart hat, wie wir unserem Bruder Krieg helfen können. Schuhe. Richtig gut. Stufe 2 Schuhe. Die werden wir auch gleich nochmal anlegen. Und dafür müssen wir halt diesen Baum des Lebens finden. Wurde uns ja auch schon gesagt, wo wir den finden und wie wir ihn erreichen können. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Hier, da ist er wieder. Der Schöpfer. Oder der Älteste dieser Welt hier, keine Ahnung. Ich muss schon sagen, momentan sieht es echt schnieke für um uns aus. Also, wir haben neue Schuhe, neue Handschuhe. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, tut mir leid. Brüll mich nicht an. Ich muss alleine gehen. Wir sind bei 3 Steinen. Ich würde sagen, das ist die, wo wir hin müssen. Okay, der hat irgendwas gemacht. Reden wir mal mit der. Beim Barte des Erschaffers. Die Gerüchte sind wahr. Ein Reiter in den Schmiedelanden. Ich heiße Alia und das ist mein Bruder Valus. Wir sind die Betreiber dieser Schmiede. Obgleich ich vermute, dass das nun weniger bedeutet als einst. Dies ist die Schmiede eines Erschaffers? Nein. Die Schmiede der Erschaffer ist für uns verloren. Von den Händen des Verderbens zum Schweigen gebracht. Aber in ihren Tiefen fertigten wir einst die dunklen Türme der Hölle und die Städte des Himmels. Nun stellt ihr Kleinkram her? Und du? Einer der 4? Suchst nun die Hilfe der Erschaffer? Ich schätze, wir sind alle von unseren hohen Rössern gefallen. Ich kam auf der Suche nach dem Baum hierher und der Älteste spricht von Feuer. Was ist das? Ja, das Feuer des Berges. Das Blut des Steinvaters. Es floss einst ebenso in unsere Schmiede wie die Tränen. Beide haben unsere Arbeit mit unglaublicher Kraft versetzt. Das Herz und die Seele des Steins. Aber das Verderben hat sie geholt. Jetzt ist unsere Schmiede verstummt. Was betrifft das mich? Der Weg zum Baum ist verloren. Versperrt durch Verderben. Du kannst diesen Ort ebenso wenig verlassen wie wir. Stell unsere Schmiede wieder her. Dann ist der Baum erreichbar. Ich kann deinen Gedanken nicht folgen. Wir sind Erschaffer, keine Krieger, aber nicht ohne Waffen. Bevor die Schmiede verloren ging, schufen wir ein mächtiges Wesen aus Seele und Stein. Ein Koloss gegen das Verderben. Um ihn zu wecken, benötigt man einen Erschafferschlüssel aus unserer Schmiede. Hilfst du uns? Was ist dieser Kessel? Ein Tempel, der im Schatten der Steinvaterspitze steht. Dort wurde das Feuer des Berges gebändigt und zu unserer Schmiede geleitet. Reite von der Stadt nach Osten, über den verkohlten Pass und zur schlackigen Spitze des Steinvaters. Dort findest du den Kessel. Kein Mann der großen Worte, dein Bruder. Aber selten still. Seine Stimme ist das Klingen des Hammers, sowie das Fauchen einer weißen Flamme. Ja, er arbeitet, während du redest. Ich werde wohl eine Klinge brauchen. Ist deine Not größer als unsere, Reiter? Ich glaube nicht. Wir kämpfen um das Überleben unseres Reichs und unserer Art. Erweise dich als würdig. Dann können wir vielleicht ins Geschäft kommen. Was ist das denn für eine? Ich will meinen ganzen Schrott verkaufen. Wohl, Reiter. Gut, dann reden wir halt mit dem Tane.
Wer auch immer das ist. Ich glaube, das ist der da hinten an der Tür. So, komm. Der Sensenmann. Wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat. Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. Tu für deinesgleichen, was du musst. Ich werde für meinesgleichen zum Kessel reiten. Reiter, auf diesem Weg findest du nichts als Ärger. Wenn man gerne hüfthoch im Verderben steht, ist dieser Ort ebenso gut wie jeder andere. Es gibt einen Grund für das Tor hier. Und wenn du ein Freund wärst, würde ich dich nicht durchlassen. Doch, ja nun, wer ist schon des Todes Freund? Hast du Weisheit zu teilen oder ist sie vor langem im Kampf verloren gegangen? Ach, Weisheit ist nicht wie Zähne. Ich habe viel davon übrig. Genug, um mich vom Kessel fernzuhalten. Die Alten haben ihn mit widerwärtigen Fallen versehen. Aber jemand so schlau wie du kann ihn... Oh, guck mal, kriegen wir sogar was umsonst. Fähigkeit kaufen. Die Ernterache. Komm, mach diese scheiß Tür auf. Warum müssen sie die immer rollen? Leb wohl vorerst. Ja. Ich glaube. Warte, ich habe da irgendwo. Kleiner Hochgang. Wir müssen hier so einmal rum. Weil es irgendwie nicht anders geht. Was ist das denn für ein Ekelling? Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, wir sollen hier lang laufen. Ist doch wunderschön hier, die Klageklippe. Da ist irgendwas Interessantes. Und wir brauchen wieder einen Schlüssel. Da gibt es auch einen Schlüssel. Komm da hin. Hier schon diese Höhle ist, die er meinte.
irgendwie auch so ein bisschen noch rein. Was ein bisschen lustiger ist. Hier kommt er jetzt nicht mehr so schnell hoch. Bis jetzt finde ich hier nicht so viele coole Schätze. Und okay. Die Rundenstiefel. Eine üble Sense. Gucken wir uns das mal an. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Die Grünstiefel, kommen die Grünstiefel. So, da hinten ist auf jeden Fall noch was. Und da hinten ist irgendwas. Guck mal, da kommen wir noch gar nicht hin, weil wir so ein. Da brauchen wir irgendwie so eine Sache, um da uns an diesen Haken ranzuhängen. Ich denke mal, so weit können wir auch noch nicht springen, dass wir darüber kommen. Ja, da können wir tauchen. Da ist auf jeden Fall irgendwas Grünes. Fährmannsmünzen. Mhm. Interessant. Irgendwie fehlt mir dieser Doppelsprung und ein bisschen Schweben. Ach, sieh mal eine an. Sieh mal eine an, wir haben da noch nicht alles entdeckt. Es muss da noch einen zweiten Weg von den Schlüssel. Wir haben gar nicht den Schlüssel gefunden. Und da muss. Und da ist ja auch noch eine rote Tür. Ich bin ja einfach gleich da runtergegangen, anstatt hier oben mal zu gucken, was oben ist. So ein bisschen dämlich, ne? Oh, komm schon. Nächste Tür.
Okay, das ist wieder so ein Rätsel. Danke. Okay, was kann ich damit machen? Wofür ist das da? Okay. Ich kann mir vorstellen, wofür das ist. Für diese kleinen Portale. Okay. Es hat funktioniert. So, was ist da drin? Ein Schlüssel. Ein Skelettschlüssel. Kommen wir jetzt hier hin. Da kommen wir immer noch nicht da hinten hin. So, auf da. Was ist denn ein Pirsch? Der hat mich aber echt schon erwischt. Na komm. Mega knapp.
Was bitte denn? Nein, Gott sei Dank. Vagabundengewand. Das ziehen wir mal gleich an. Schnieke. Boah, jetzt hoffe ich, dass es hier irgendwie sich richtig gelohnt hat, sich hier zu Tode, halb zu Tode prügeln lassen und unsere ganzen Vorräte zu verbrauchen. Nicht so wirklich bis jetzt. Frage so, will ich da runter oder nicht? Ich glaube erstmal, wie ich das da einsammle. Die nehmen wir definitiv mit. Und die ist sogar schlechter. Und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, wenn es euch besser gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da und ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!